Manchmal scheint es mir so, wie wenn unsere beiden grünen Minister Habeck und Baerbock gewissermaßen, meiner Meinung nach, wie Auftragskiller der deutschen Industrie handeln würden. Ja, Frau Baerbock über dieses ständige Schüren der Russenfeindschaft, dieses ständige Kriegsschüren, was über Sanktionen dann dazu führt, dass uns jetzt das Gas abgedreht wird von russischer Seite. Und das schädigt die deutsche Industrie ganz enorm. Die Gaspreise in Deutschland sind 7 bis 10 Mal so hoch wie in den USA. Also das ist ein ziemlicher Schlag gegen deutschen Mittelstand, gegen deutsche Unternehmen, die da dramatisch geschädigt werden. Und Frau Baerbock sagt ja auch selbst, sie macht keine Politik für die deutschen Wähler. Ja? Hat sie wortwörtlich gesagt, egal was die deutschen Wähler denken, ich ziehe das durch. Und wenn die Industrie zugrunde geht. Und unser Wirtschaftsminister Habeck, der eine so chaotische Wirtschaftspolitik macht, dass auch man den Eindruck hat, er ruiniert mehr, als er aufbaut. Also diese Kombination dieser beiden Minister, die schadet in ungeheurem Maße unserem Mittelstand. Und man hat eben manchmal den Eindruck, mir hat neulich ein Freund zugeworfen, na, das sind ja die Auftragskiller der deutschen Industrie. Manchmal könnte man den Eindruck haben, ja. Und ein Plot, meiner Meinung nach, hinter dem Ganzen ist ja auch, die europäische Wirtschaft definitiv zu schwächen. Das ist von den USA schon lange geplant. Ja. Nord Stream 2 ist schon lange von den USA auf dem Radar gewesen. Die wollten schon lange Europa abschneiden von dieser günstigen Energiezufuhr. Also Europa, wir in Europa und vor allem die deutsche Industrie ist ein großer Konkurrent der USA. Die wollen, dass die Industrie als Konkurrent geschwächt wird. Es fühlt sich fast schon an, wie als ob wir auf einem Eskalationskurs wären. Wie kann man diese Lage noch deeskalieren? Ich glaube, es fühlt sich nicht nur so an, als ob wir auf Eskalationskurs sind, sondern wir sind auf Eskalationskurs. Und es gibt auch mächtige Treiber dieses Kurses. Meiner Meinung nach haben die USA riesiges Interesse, diesen Krieg zu eskalieren. Denn die haben massive hausgemachte Probleme, viel zu hohe Schulden, viel zu hohen Geldüberhang. Und Krieg als Ventil wäre eine wunderbare Lösung ökonomischer Probleme. Also meiner Meinung nach, USA tun seit Jahren alles, um diesen Krieg zum einen herbeizuführen und jetzt zu eskalieren. Übrigens auch China hat kein Interesse an einem Deeskalieren. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Also aus US-Sicht ist es klar, der Krieg darf nicht enden und meiner Meinung nach und muss eskaliert werden. Und jetzt wäre es eigentlich die Aufgabe der europäischen Politik, der deutschen Politik, da was dagegen zu setzen. Die deutsche Politik setzt nichts dagegen. Oskar Lafontaine hat neulich in einem Interview gesagt, wir haben eine Vasallenpolitik. Wir machen Politik als Vasall für den Hegemon. Wir machen das, was der Hegemon will und nicht, was für unser Land gut wäre, was für Europa gut wäre. Also diese Vasallenpolitik von Oskar Lafontaine bringt es recht gut auf den Punkt, dass wir unsere Regierung keine Politik im Dienste der deutschen Wähler macht. Und nochmal, Frau Baerbock hat es ja ganz offen gesagt, egal was der deutsche Wähler denkt, ich mache Politik für andere. Für wen, Frau Baerbock, machen Sie Politik, wenn nicht für Ihre Wähler?